Abend, liebe Zuhörer. Sie hören Kontrafunk, die Sendung unter Freunden mit Bernhard Lassan. Ich begrüße alle Katzenfreunde, alle Krimi-Freunde, alle Freunde von guten Weinen und von guter Literatur, sowie alle Freunde von diesen kleinen, kuscheligen Buchläden als Widerstandsnester des freien Geistes, wie es sie früher mal gab. Ich begrüße alle, die ihre Heimat lieben. Ich begrüße alle, die schöne Frauen lieben. Und ich begrüße alle, die der Freiheit der Kunst einen hohen Wert beimessen. Aber das ist noch nicht alles. Ich möchte keine Minderheiten und keine Mehrheiten ausschließen. Und ich möchte deshalb, so wie Hölderlin sagte, ins Offene treten und möchte also alle recht herzlich begrüßen zu diesem Gespräch unter Freunden. Ein Gespräch, das ich heute mit einem Bestseller-Autor führe, einem Star-Autor, den jeder kennt. Zumindest kennt jeder jemanden, der schon mal ein Buch von ihm gelesen hat und davon womöglich angesteckt wurde und noch ein weiteres Buch lesen wollte, von diesem wunderbaren Autor, der nur einen einzigen Nachteil hat. Er existiert nicht. Hallo? Existierst du? Ja? Ja, ich existiere, ja. So halb nur. So transparent. Ich begrüße dich jedenfalls ganz herzhaft und ich begrüße Akif Pirinci. Herzlich willkommen beim Kontrafunk zu der Sendung unter Freunden, auch wenn du nur halb existierst. Sei uns willkommen. Dankeschön. Ich habe das so gesagt, dass du nicht existierst und das hat natürlich einen Grund. Das wurde dir bescheinigt, dass du nicht existierst. Und diese Geschichte, dass jemand nicht existiert, die möchte man natürlich am liebsten erzählt kriegen von jemandem, dessen Stimme man gerade hört. Kannst du vielleicht kurz die Geschichte erzählen, wie es dir ergangen ist? Du bist ein bekannter Autor und dann wurden deine Bücher aus irgendwelchen Gründen, auf die wir zu sprechen kommen, eines Tages nicht mehr im Buchhandel verkauft. Und dann hast du Agenten losgeschickt. Und was haben dir diese Whistleblower, die so tun wollten, als wollten sie ein Buch von dir einkaufen? Was haben sie dir berichtet von der Front der Buchhändler? Wir haben das berichtet, was du schon angesprochen hast. Sie wollten von Akif Pirinci ein Buch haben. Mhm. Und dann haben die schlauen Buchhändler, meistens sind das ja Buchhändlerinnen, in ihr Programm da reingeguckt und haben gesagt, der Autor existiert nicht. Es gibt kein Buch von einem gewissen Akif Pirinci. Tja. Das ist sehr merkwürdig, weil mit mir wurde unfassbar viel Geld verdient, extrem viel Geld verdient. Ich habe 7 Millionen Bücher allein in Deutschland verkauft. Die ganzen Werke wurden ins Ausland übersetzt. Mhm. Da habe ich überhaupt keinen Überblick, wie viel dort verkauft worden sind. Ich stand zum Beispiel auf Platz 4 einmal auf der New York Times Bestsellerliste. Ja, und den Autor gibt es jetzt nicht mehr, weil die ganze Buchbranche bzw. die Kulturbranche nicht mit mir etwas zu tun haben möchte, weil ich andere politische Ansichten habe, die in der Kultur bzw. in der Buchbranche gängig sind. Wie fühlt man sich denn, wenn man bescheinigt kriegt, dass man nicht existiert? Das ist doch fast so, als würde man bescheinigt kriegen, dass man stirbt, wenn man nicht geimpft ist oder dass man einfach nicht lebt. Ach, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich. Ja. Ich habe mal irgendwann geschrieben, wie ist es, wenn man tot ist? Und habe dann auch weitergeschrieben, man gewöhnt sich an alles. Ja, sie hätte ja auch sagen können, diesen Autor verkaufen wir nur unterm Ladentisch. Das sagen sie natürlich auch, nur das war die Spitze halt. Ich war wirklich ein Star der Unterhaltungsliteratur in Deutschland. Von mir wurden 2 Romane fürs Kino verfilmt, mit Erfolg. Felidee und Die Damals-Tür wurden verfilmt. Ich habe sogar eine Option von Netflix, dass man daraus aus der Damals-Tür eine Serie macht. Aber es ist ein anderer Ton gekommen in die Kulturbranche. Ja. Die Kulturbranche, die war immer aufmüpfig, ja, gegen den Staat. Ob das um Sexualität ging, ob es um Politik ging, ja. Ich werde überall boykottiert. In Buchläden, in elektronischem Buchhandel, also Amazon und Buch.de. Da wird man nichts mehr von mir finden. Ich bin aber besonders enttäuscht von den kleinen Buchläden. Denn das hast du vorhin schon anklingen lassen und das finde ich auch. Diese kleinen Buchläden, die waren für mich früher so was wie richtig kleine Inseln. Das war eine Wohltat. Immer wenn ich in irgendeinen neuen Ort kam, sofort den Buchladen angestrebt. Ja. Diese kleinen Buchläden, das waren für mich richtig gehende kleine
seine Wunderwerke. Ja. Es gab im Jahre 1760, jetzt gehe ich sehr weit zurück, da gab es 5 Vereinigungen, das waren Lesegesellschaften, das waren so Salons, da hat man sich vorgelesen. Aus diesem Geist der Freundschaft, dass man sich gegenseitig was vorgelesen hat, weil es auch viele Analphabeten gab, ist diese Buchhandelskultur entstanden in Deutschland. Ja. Es gab früher erstmal nur 50, dann 200 und 400. Und diese Lesegesellschaften, die waren so stark vertreten wie die Logen der Freimaurer. Und jetzt auch in den 60er Jahren, wenn ich jetzt mal ganz weit vorgreife, diese Buchläden waren immer ganz besondere Adressen. Und dass diese Buchläden einen quasi verraten haben, das ist ein besonderer Schmerz. Das hätte man. Ja, aber auch die Großen, Bernhard. Ja, aber die Großen, die wollten wir ja sowieso nicht so gerne. Also ich jedenfalls war auch ein Freund dieser kleinen Buchläden, dieser Tante-Emma-Buchläden, weil wir eben nicht diese großen Buchläden wollten. Und dass diese kleinen Buchläden einen Autor wie dich so verraten haben, das ist ein besonderer Schmerz, so als hätte einen ein guter Freund verraten. Ja, ich wundere mich da auch. Es wird jetzt zum Beispiel über den Telkom diskutiert, steht wohl auf der Abschussliste, denke ich mir mal. Aber niemand erwähnt, dass sogar ein Autor ausgelöscht worden ist. Und zwar ein Autor der vornehmlich Unterhaltungsliteratur. Das ist sehr komisch. Wir haben es mit dem größten Skandal der Nachkriegsliteratur der Bundesrepublik zu tun. Ja, Bernhard, da muss ich aber was sagen. Ein Skandal ist nur existent, wenn darüber alle berichten. Ja. In meinem Falle berichtet ja niemand. Also ist es kein Skandal. Als ich studiert habe in den 70er Jahren und diese Buchhandlung gelobt habe, da war eines der Lieblingsthemen der Studenten Exilliteratur. Und auch die Liedermacher. Ich habe es immer noch im Ohr, wie die sich beklagt haben über Staaten, die Zensur verüben. Oder der Penn. Nehmen wir den Penn oder den Schriftstellerverband, wie die klagen, wenn irgendwo Fälle von Zensur auftauchen. Und dann haben die einen so dermaßen großen Elefanten von Zensur im eigenen Land, wo dem Autor bescheinigt wird, er existiert nicht. Wie bei einer Damnatio Memoriae bei den Römern, die also die Erinnerung auslöschen wollten an jemanden. Ja, ja. Es ist ja bei mir nicht so, dass da irgend so ein Krimi-Autor verschwunden ist. Ich habe ja mit Felidé ein internationales Literaturgenre erschaffen. Und zwar den Tierkrimi. Den gab es vorher. Auch international. Hattest du kein literarisches Vorbild? Auch keine Märchen? Doch. Ich hatte ein literarisches Vorbild, den Carter Moore natürlich. Genau, an den habe ich auch gedacht. Ja, der hielt ja auch sozusagen den Menschen ihr Spiegel vor und sowas, einen ironischen Spiegel vor. Vor allem wollte ich bei Felidé eine eigene Welt erschaffen, eine eigene Literaturwelt erschaffen. Bei Felidé spielen ja Menschen keine Rolle, außer als Bösewichter. Bei Felidé zum Beispiel ging es nicht darum, dass die Katze oder der Kater Francis mit einem Menschen zusammenarbeitet, sondern die Morde finden auch unter Katzen statt und werden auch aufgeklärt von Katzen. Mhm. Die Menschen setzen sich keine Katzenmasken auf, sie reagieren auch sehr tierisch, animalistisch sozusagen. Und jetzt kommt noch der Gag. Ich war ja eigentlich ein Traum. Damals, mit meinem Migrationshintergrund, wie man so, das war auch sehr problematisch. Ich heiße ja Pirinci und alle haben gedacht, ich wäre ein Italiener oder sowas. Die Reporter, die zu mir kamen, haben gedacht, das ist jetzt irgend so ein Italiener und waren ganz traurig, als ich gesagt habe, nein, ich bin Türke. Mhm. Und dann haben sie gesagt, aber sie haben doch ganz andere Probleme in Deutschland. Ja. Also, warum schreiben Sie nicht darüber? Das war schon bei meinem ersten Roman, Tränen sind immer das Ende der Fall. Das stimmt, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Genau, und da haben Sie mir auch geschrieben, die Verlage, die das Buch abgelehnt haben, warum schreiben Sie nicht über Ihre richtigen Probleme, anstatt eine Liebesgeschichte? Also ich musste Migrantenliteratur schreiben. Ja? Ich wollte gerne auf deinen ersten Roman zurückkommen, denn so haben wir uns überhaupt kennengelernt. Ich hatte damals eine kleine Reihe im Südwestfunk, SWF 3, und da habe ich Bücher besprochen und habe ich dieses Buch besprochen. Und da habe ich auch gedacht, ja, das scheint ja ein Ausländer zu sein, dieser Akif Pirinci. Und ich habe dieses Buch Tränen sind immer das Ende, da warst du 21. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, das ist 1980 erschienen. Ja. Das habe ich gerne gelesen und ich fand das ziemlich flott und habe gedacht, ja, das ist einer von diesen Autoren, die wir heute haben. Denn heute hatten wir, das war damals 1980, hatten wir eine Zeit, als so eine Art Bekenntnisliteratur ganz große Mode war. Da gab es auch Todes Märchenprinzen, auch Frauen haben darüber geschrieben, wie es eigentlich wirklich so ist mit der Liebe. Und das hast du so geschrieben, wie es eigentlich wirklich so ist mit der Liebe. Denn das wollte man ja wissen. Man traute ja nicht unbedingt den Lehrern und den Schlagern, die einem nicht die Wahrheit sagten, sondern man wollte aus der guten Literatur wissen,
was man so lernen kann fürs Leben. Übrigens, Bernhard, ganz kurz. Ich wurde immer als Gegenpol damals zu Der Tod des Märchenprinzen in Zeitschriften und Zeitungen besprochen. Also Der Tod des Märchenprinzen ist ja aus weiblicher Sicht die Liebe und Sexualität. Mhm. Ich wurde immer als Gegenpol aus der männlichen Sicht damals besprochen. Was ein interessanter Vergleich ist, denn du leidest sehr unter der Trennung, während die Trennung von der Sven Demirian, die ist mit Aggressionen verbunden. Ja, die Männer waren immer die besseren Liebhaber. In deinem Buch, da gibt es eine wunderbare Stelle, an die ich mich erinnere. Die Christa, die möchte nicht mal mehr Briefe haben. Ja, ist es denn jetzt aus mit uns? Und dann sagt sie tatsächlich, weil sie sich Sorgen macht, dass du dir das Leben nimmst, weil ohne sie kein Leben mehr möglich ist, weil das so toll ist mit ihr. Und dann sagt sie tatsächlich, wenn du dir was antust, dann bist du für mich gestorben. Aber was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, damals ist mir das auch aufgefallen an diesem Buch. Da ist jetzt also einer, der schreibt so eine Liebesgeschichte, so wie andere das zu der Zeit auch machen. Ja. Dieses Buch hat später unfassbaren Einfluss gehabt auf die Popliteratur. Ach. Viele haben sich auch darauf bezogen. Das war ja so ein Underground-Bestseller. Tatsächlich? Ja, weil das halt so schnoddrig geschrieben wurde und so im Gegensatz zu Felidae zum Beispiel. Ja, es hatte ein bisschen was von so einer Jugendsprache. Ja, bisschen. Damals schlau, nicht jeden Scheiß mitzumachen. Ich bin ja auch ein Dramatyp gewesen. Ja, es atmet aber sehr die Zeit. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, was mich gewundert hatte, ist, was mich aber angenehm überrascht hatte, war, dass du aus der Tatsache, dass du aus der Türkei kommst, gar kein Drama machst. Nein. Das kommt praktisch gar nicht drin vor. Es fehlen völlig solche Kapitel wie, ich wurde immer benachteiligt und man hat auf mich heruntergeguckt und hat mich Kümmeltürke genannt. Und ich glaube, die liebt mich nicht, weil ich ein Türke bin. Ja. Als ich das Buch schrieb, war ich, muss man nachrechnen, 10 Jahre erst in Deutschland. Mhm. Und ich habe schon mit 15 Jahren angefangen, die deutsche Klassikerliteratur zu lesen. Ich habe den ganzen Freud gelesen. Mhm. Ich habe Drehbücher geschrieben und ganz bekloppt an Filmfirmen geschickt. Deine Muttersprache wäre aber Türkisch. Muttersprache ist Türkisch, aber das ist mittlerweile so eine Kindersprache verkommen. Also wenn ich in der Türkei bin, dann kann ich mich verständigen, aber halt wie ein Tourist. Ein 15-Jähriger, der nach Deutschland kommt und Freud liest, das ist schon ungewöhnlich. Ja, weil Freud so aufregend war. Zum Beispiel die Traumdeutung. Mhm. Das war für mich ein Horrorbuch. Mhm. Ja, noch heute finden in meinen Werken Einflüsse von diesem Buch. Träume, die was bedeuten, also Symbolismus. Mhm. Ja. Ich fand das super. Ich habe ein Drehbuch geschrieben von einem Freud-Werk. Dieses Freud-Werk heißt Gradiva. Darin behandelt Freud einen damaligen Bestseller von einem Schweden. Mhm. So, als würden die Figuren leben und analysiert sie. Ja. Mhm. Das will ich immer noch verfilmen übrigens, dieses Buch. Ich fand den so gut, diesen Freud. Ich meine, ich glaube nicht an den ganzen Hokuspokus da mit der Analyse und sowas. Aber der war eigentlich ein super Schriftsteller, der Typ. Ja. Du weißt ja auch, dass er für den Nobelpreis für Literatur vorgeschlagen wurde. Das wusste ich nicht, aber das wundert mich auch nicht. Ich halte ihn auch für einen sehr guten Schriftsteller. Hammer, der Typ ist ein Hammer. Ja, und lässt sich auch gut lesen. Ja. Insbesondere hat mich halt die Traumdeutung beeinflusst. Weißt du, in der Türkei, meine Mutter hat so Kaffeesatz aufgelegt. Mhm. Das ist der türkische Mokka, du trinkst ihn. Der türkische Mokka wird ja aufgekocht. Wenn man den Kaffee getrunken hat, aus kleinen Tassen, bleiben ja Spuren an der Tasse. Meine Mutter konnte daraus die Zukunft voraussagen oder hat sich eingebildet. Ja? Mhm. Und das hat mich immer interessiert, weil man will dir das glauben. Also, du wirst eine Frau begegnen, die wird dir helfen und ein Mann kommt ins Spiel und so. Ne? Und hat sie dann auch gesagt, du wirst ein Schriftsteller werden? Sag mal, ist was dran an dem Gerücht, dass deine Mutter dir sogar geholfen hatte, dein erstes Buch zu schreiben? Ja, Tränen sind immer das Ende, wurde von 60 Verlagen abgelehnt. Mhm. Ich hatte so viel Energie und ich habe gedacht, nein, das muss veröffentlicht werden. Mhm. Dann hat mir meine Mutter 3000 Mark gegeben und ich habe es selber veröffentlicht und habe davon auch, glaube ich, 50 Stück verkauft. Ich habe Plakate anhängen lassen, ihr könnt das bei mir bestellen. Von gedruckten 1000 Stück oder so, ja. Wir hatten auch super Slogan, Liebe ist die schönste Sucht. Es gibt keine Überdosis.
Und dann saß ich an einem Sonntag vom Fernseher und damals gab es die Sendung beim ZDF Literatur. Aber Tour so geschrieben wie Tour de France. Ja, ja, ja. Die haben auch Witze gemacht im Fernsehen. Mit Reinhard Hofmeister. Mhm. Das Motto dieser Sendung war Liebe. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich war ja größenwahnsinnig und habe gedacht, warum wurde in diese Sendung nicht eingeladen, obwohl ich den besten Liebesroman der Welt geschrieben habe. Daraufhin habe ich die Redaktion angerufen am nächsten Tag beim ZDF, habe gesagt, wieso haben Sie mein Buch nicht besprochen? Ich habe Ihnen gesagt, das hätte sich schon 5000 Mal verkauft. Das war eine Voraussage, das war keine Lüge, das war eine Voraussage. Genau. Genau, und darauf haben die gesagt, ja, sie haben Glück, der Reinhard Hofmeister, der hat einen Skiunfall gehabt, der sitzt zu Hause, der hat bestimmt ganz viel Zeit zu lesen. Und dann habe ich das Buch dahin geschickt, 2 Wochen später kommt so ein Anruf, ja, dem Hofmeister hätte das sehr gut gefallen, das so frisch und jugendlich. Sie würden mich in die nächste Sendung einladen, das Motto dieser Sendung war gegen den Strom. Mhm. Und da passte ich irgendwie auch rein. Bin da aufgetreten und am nächsten Tag um 8 Uhr klingelte das Telefon Sturm. Unter anderem auch vom Goldmann Verlag. Die haben gesagt, wir wollen ihr Buch kaufen. Ich habe gesagt, aber sie haben es doch abgelehnt. Da haben sie gesagt, scheißegal, wir wollen es trotzdem veröffentlichen. Ja, dann habe ich meine 20.000 Mark bekommen als Vorschuss. Jugendgefährdende Höhe von Vorschussgeldern. Ich habe gedacht, ich bin reich. Ja. Und dann haben die mir einen Check geschickt. Über 20.000 Mark. Nur ich hatte kein Konto. Ich muss erstmal ein Konto eröffnen. Am Ende habe ich mit dem ganzen Scheiß 100.000 Mark verdient. Mensch, das ist ja eine Menge. Und jetzt haben wir ein kleines Rätsel oder sogar ein großes Rätsel. Du bist einer der meistverkauften Autoren. Du hast einen sehr interessanten Start hingelegt. Umso rätselhafter ist es, dass man dich dann so aus dem Buchhandel verdammt. Damit hatten wir ja angefangen. Wir hatten ja angefangen mit einem Autor, der gar nicht existiert. Ich will noch mal auf diesen Sündenfall von dir zurückkommen. Ja. Deine Bücher sind verschwunden aus dem Buchhandel. Ja. Und jetzt zitiere ich den Spiegel. Der hat geschrieben, der deutsche Buchhandel hat beschlossen, keine Bücher des Schriftstellers Akif Pirinci mehr auszuliefern. Pirinci hat in seinem Leben 18 Bücher veröffentlicht. Das stimmt nicht, 26. Ja, das war damals, als du... Aber vielleicht haben sie es auch nicht so genau nachgezählt, das kann nämlich sein. Aber seit er sich vor 3 Wochen bei einem Auftritt in Dresden um Kopf und Kragen redete, du weißt jetzt, in welcher Zeit das ist, ist es nahezu unmöglich, eines davon zu beziehen. Erst kündigte ihm die Verlagsgruppe Random House die Zusammenarbeit, dann stoppten die großen Barsortimente die Auslieferung aller Titel. Keines der Bücher, über die ein Auslieferungsstopp verfügt wurde, ist indiziert oder anderweitig verboten. Das ist das Besondere daran. Wir haben es hier mit einem Fall zu tun von Büchern, die eben nicht indiziert sind und in denen nichts Verbotenes drinsteht. Das ist das Ungewöhnliche. Es ist eine Sache, wenn ein Verlagshaus wie Random House beschließt, sich von einem Autor zu trennen. Ein solcher Schritt fällt unter die Vertragsfreiheit. Etwas völlig anderes ist es, wenn der Zwischenhandel seiner Lieferfunktion nicht mehr nachkommt, weil er plötzlich glaubt, einen Zensurauftrag der Allgemeinheit zu besitzen. Ja. Das ist das Besondere daran. Und damals war ja diese Flüchtlingssache so heiß. Mhm. Und da hast du KZ gesagt. Es wurde bewusst falsch zitiert von allen Medienleuten. Es war die Hölle, das kann man sich nicht vorstellen. Am nächsten Tag bin ich von Dresden zurück mit dem Flugzeug und habe mir beim Köln-Bonner Flughafen ein Taxi genommen. Der Taxifahrer kannte mich zum Glück nicht, aber er hatte Radio an. Und im Radio kam in 10-Minuten-Rhythmus, dass ich gesagt hätte, ich hätte die Flüchtlinge vergasen wollen. Das war ein Staatsakt. Es war so schlimm. Ich wurde auf der Straße mit Kohle begossen. Ich wurde angespuckt. Ja? Die haben so ein Trara gemacht, obwohl schon am nächsten Tag der Spiegel das revidiert hat, diese Aussage. Diese Szene im Taxi, das ist ja fast wie aus einem Krimi. Der Verbrecher auf der Flucht, der ist in einem Taxi. Genau. Und dann dreht der Taxifahrer zufällig das Autoradio an und so. Es wird ein Verbrecher gesucht, der auf der Flucht ist. Genau so war's. Die Leute haben vor meinem Haus meine alten Bücher, auch die Felidee-Bücher, zerrissen und hingelegt. Es war eine Massenhysterie. Das ist auch Hamsun passiert. Dem hat man auch die Bücher in seinen Garten zurückgeworfen. Ja, genau.
genau das, also in meinem Vorgarten hat man das geworfen. Irgendein Buchhändler wollte meine Bücher sogar öffentlich schreddern vor seinem Buchladen. Mhm. Also wohlgemerkt Katzenbücher. Also es war eine Hysterie sondersgleichen. Am nächsten Tag wurde ich von Ulrich Gänzler, dem Chef von Bertelsmann, angerufen. Und der hat gesagt, Herr Pirinci, wie können Sie nicht halten? Das geht nicht. Und ich habe gesagt, was ist denn los? Und da kam es heraus, dass er vor allen Dingen von den Autoren des Verlages angegangen wäre. Insbesondere von Amelie Fried. Amelie Fried hat eine extra Facebook-Seite gegründet, die den Zweck hatte, dass ich nicht mehr ein Bertelsmann-Auto sein sollte. Und da haben einige vernünftige Menschen gesagt, ob sie nicht zu weit gehen. Also es waren die Kollegen vor allem. Ja? Mhm. Und da hat die Amelie Fried geschrieben im Kommentar, nein, weil sie hätte beim Lager von Bertelsmann angerufen und sich nach dem Bestand meiner Bücher erkundigt, wie viel da noch wären. Und so viele wären es ja. Das muss man sich vorstellen. Da ruft jemand an und man teilt ihm einfach so die Information mit, ja, wie viel haben Sie denn Bücher auf Lager von Pirinci? Es war ein Wahnsinn damals. Ich konnte kaum durch die Stadt gehen, ohne dass man mir Nazi oder Wichser hinterher rief. Ich konnte nirgendwo einen Kaffee bestellen, ohne dass die Bedienung gesagt hat, nein, du kriegst keinen Kaffee hier. Jeder war plötzlich ein Henker, ja, so ein Hobbyhenker. Der Hobbyhenker. Ja, hast du daran gedacht, auszuwandern? Das habe ich gedacht, ja. Das Problem ist nur, ich bin so geschweißt mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Sprache. Das ist mein Heimatland. Ich lebe mittlerweile 53 Jahre hier. Nee, 54 Jahre hier. Ich war auf Mallorca und sowas. Ich kann nicht in Mallorca leben und weiß ich nicht. In meinem Gehirn ist Deutschland. Auch wenn ich über Katzen schreibe. Auch wenn ich, wie bei Odette, über eine Liebesgeschichte schreibe. Das ist meine Heimat hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist unglaublich. Aber musst du dich nicht gefühlt haben wie ein verschmähter Liebhaber, na, wie ein betrogener Liebhaber? Weil ich habe das vorhin so gesagt, dass die Buchhändler ja eigentlich alle deine Freunde waren. Und die waren ja auch deine Freunde und natürlich auch die Leser. Ich meine, es hätte auch anders sein können. Theoretisch kann man sich auch vorstellen, dass jetzt alle die 7 Millionen Leser mit ihrem Katzen auf den Arm in die Buchhandlung gegangen wären und Katzendemos gemacht haben. Wir wollen unsere Katzen. Nein. Die Leute sind mittlerweile in Deutschland devot. Sie schlucken alles. Und vor allen Dingen die Kollegen, die Schriftstellerkollegen, das finde ich eigentlich eine wirklich große Enttäuschung. Ja gut, die hatten mich schon im Kicker. Ich will wirklich nicht angeben. Aber alles, was ich angefasst habe, wurde zu Gold. Und das passte denen sowieso nicht. Da gibt es halt 100 Leute, die richtig Geld machen mit ihren Büchern. Und darunter kommt die Mittelschicht. Und darunter kommen Tausende, zigtausende, die mit Büchern überhaupt heute sowieso nicht mehr. Heute die Leute lesen ja immer weniger Bücher. Die hatten mich halt alle auf den Kicker. Ja, der Erfolgreiche, der hat ja die Erfolgsformel mit den Katzen. Ja, scheiße, ist dir nicht eingefallen. Ja, das ist möglicherweise etwas, was ich selber unterschätze. Aber du hast auch einen gewissen Ton am Leib, wo man sich schon vorstellen kann, dass man sich davon provoziert. Aber das ist doch eine Kunstsprache. Das ist doch eine Kunstsprache. Eine Art literarische Berserkertum. Ja, also wer meine Bücher gelesen hat, wird davon nichts mitbekommen. Das ist eine Rolle, das ist eine literarische Rolle. Bei meinen Sachbüchern habe ich eine ganz andere literarische Agenda als oft in den Romanen oder sowas. Ja, ich bin halt kreativ. Jedenfalls wurde dir von einem Richter bescheinigt, du solltest lieber kleine Brötchen backen. Nicht nur das, das ist sehr harmlos formuliert. Also, ich bin 6-mal vorbestraft. Ich bin zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt, auf 3 Jahre Bewährung. Hm. Nicht, weil ich Frauen unterm Rock gefasst habe oder sowas. Es ging nur um die Texte. Der letzte Prozess ging darum, dass ich etwas gesagt habe, was ich jetzt nicht wiederholen darf, gegen Luise Neubauer. Das ist ja die Heilige der Klimasekte. Hattest du sinngemäß etwa sowas gesagt, dass du sie sehr begehrenswert findest? Ja,
Genau. Aber auf eine lustige Art. Also man wollte unbedingt, dass ich nicht weiterschreibe. Ich habe sogar einen Bewährungshelfer. Ich war letztens bei ihm, der saß dann vor mir und hat mir erklärt, was er für mich tun kann. Ich habe ihm gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Da sagt er, das weiß ich auch nicht. Ja, das war's. Ja. Dieser politisch-kulturelle Fetisch um Pirinci, das ist unglaublich. Ein Richter in Bonn, der gesagt hat, du solltest kleine Brötchen backen, der hat dir vorgeworfen, dass du immer gleich unter die Gürtellinie gehst und das wäre eine ganz üble Masche. Da hattest du zum Beispiel von einer Sexualforscherin gesprochen, als sexbesessene Zwangsjackenkandidatin, die ihre Professur offenkundig in einem arabischen Puff erlangt habe. Ja, genau, so das habe ich gesagt. Ja, das hast du gesagt. Ja. Und damit hast du zum Hass aufgestachelt. Das wird nicht gesagt, was das für eine Frau ist. Sie hat eine Handreichung für Schulen. Aha. Das heißt, die Lehrer sollten das anwenden. In dem zum Beispiel steht, dass Elfjährige über Analverkehr schreiben sollten, in Form von einem Theaterstück oder einem Gedicht. Diese Handreichung, wohlgemerkt für Elfjährige. Ja. Steht zum Beispiel, eine normale Hure will anders bedient werden als eine muslimische Hure. Gut zu wissen. Solche Sachen stehen da drin. Übrigens, diese Handreichung ist wieder zurückgezogen worden. Ich weiß genau, um was es geht. Die hat auch so Spiele, wo die so sich so einen Puff vorstellen sollten und so. Genau, ja, genau, genau. Also Kinder sollen einen Puff spielen. Du hast dich mit Frauen angelegt, das muss man leider auch sagen. Das heißt leider, das ist, ja, das kann man so sehen. Eine deiner besonderen Freundinnen ist ja Margarete Stokowski. Und da hast du dann schon so einen Ton, wo man sagt, ja, du wirst wahrscheinlich keine ewige Freundschaft mit ihr schließen, wenn du zum Beispiel schreibst, du bist der lebende Beweis dafür, warum Frauen an den Herd gehören. Aber vermutlich kannst du nicht einmal kochen. Oder anders ausgedrückt, vermutlich kannst du so gut kochen, wie du schreibst. Ja, und das ist doch lustig. Ja, warum? Ich bin Künstler, ich bin kein Journalist oder sowas, ja? Ich mache es halt auf die verarschende Art. Das war früher total üblich. Man denke an Charles Bukowski oder sowas. Okay, ich komme aus einer anderen Zeit. Ich bin ein Zeitreisender. Ich komme aus einer anderen Zeit, wo man auch diese Underground-Literatur benutzt hat. Das war früher normal. Ich gehe jeden Tag zu meinem Postkasten mit der Angst, dass mich wieder jemand angezeigt hat. Mittlerweile habe ich 150.000 Euro nur für Prozesse bezahlt. Warum darf man nicht einfach auf eine überspitzte, verarschende, böse Art etwas sagen? Jeder ist beleidigt oder jede ist beleidigt, meistens jede. Man akzeptiert die Freiheit der Kunst nicht mehr. Alles wird auf die Goldwaage des Zeitgeistes gelegt. Heute gibt es ja den Begriff aus der Zeit gefallen. Ja. Aus der Zeit gefallen. Aber ist mir scheißegal, schreib trotzdem weiter. Du bist also jemand, der Freud gelesen hat, schon in jungen Jahren. Und ja, nicht nur das, ich habe auch Eichendorff gelesen. Ich habe alle Klassiker gelesen. Ich habe E.T. Hoffmann gelesen. Und da hätte ich jetzt auch gedacht, dass du E.T. Hoffmann gelesen hast. Da wäre ich jetzt, wenn ich hätte raten müssen. Eines meiner Lieblingsschriftsteller. Übrigens bin ich der Meinung, dass er den Krimi nicht Poe erfunden hat, sondern E.T. Hoffmann. Ja, das hätte ich erraten. Ja, die Elixiere des Teufels. Aha. Ja, aber dann gibt es noch einen und das ist Charles Bukowski. Den hast du auch, wann hast du den denn gelesen? Den habe ich auch mit 16, 17 gelesen. Der war damals ganz groß, vor allem in Deutschland. Ich mag Künstler, die in ihrem Werk eine eigene Welt erschaffen. Mhm. Raymond Chandler. Das sind Kunstwelten. Allerdings, ja. Was Charles Bukowski gemacht hat, ist auch eine Kunstwelt. Eine schmutzige, eine dreckige Welt voller Huren, Versager, Säufer. Mhm. Das war bestimmt nicht Los Angeles der damaligen Zeit. Es war in seinem Kopf. Bei Charles Bukowski wirkt das alles so authentisch. Aber es ist in Wirklichkeit gar nicht authentisch. So war die Zeit nicht. Ich mag das einfach, dass Künstler eine eigene Welt erschaffen. Wie beim Tolkien zum Beispiel mit Herr der Ringe. Ich habe das ja auch versucht bei Felidee. Eine eigene Welt der Katzen zu erschaffen.
übrigens für alles offen. Also ich kann nicht sagen, wenn man sagt, was ist Ihr Lieblingsbuch oder sowas, dann könnte ich das gar nicht beantworten, weil ich habe so viele Lieblingsbücher, so viele schöne Bücher und vor allem Filme und sowas, ja. Ich bin für alles offen halt, so. Also, wenn du jetzt sagst, Charles Bukowski, der hat mich geprägt, ja, stimmt, aber es haben mich noch ganz, ganz andere, zum Beispiel halt aus dem Leben eines Taugenichts, Eichendorff. Das hat mich auch unfassbar geprägt. Dieses Frische, diese Quirlige der Jugend. Ich war selber jung. Ich habe das gelesen, als wäre der Typ heute so, ja, wie man die Jugend feiert. Charles Bukowski, der war ja in gewisser Weise auch aus der Zeit gefallen und vielleicht auch aus dem Ort gefallen und dann gleich in deine Nachbarschaft gefallen. Und da ist er dann wieder aufgetaucht. Genau. Kann man das so sagen? Also wir waren alle große Charles Bukowski-Fans und plötzlich steht da, Charles Bukowski wurde in Andernach geboren. Mein Freund Rolf und ich haben gedacht, der war ja auch großer Bukowski-Fan, der wurde in Andernach geboren, da muss es doch noch Spuren geben. Seine Mutter war eine Deutsche und sein Vater war ein stationierter Soldat des Ersten Weltkriegs. Mhm. Charles Bukowski war 2 Jahre seines Lebens in Andernach. Und ja, dann haben wir mal ein bisschen recherchiert und haben tatsächlich seinen Onkel, der Typ war 90 Jahre alt, ausfindig gemacht in Andernach. Der hatte noch aus den 60er Jahren Originalbriefe von Charles Bukowski. Und wie habt ihr den ausfindig gemacht? Ich weiß es nicht. Aber eines Tages habt ihr eben geklingelt und habt gesagt, wir sind Leser genau. von Charles Bukowski. Und der war total fit, der Typ. Der war 90 oder sowas und hat noch seinen Rotwein getrunken. Und er hat gesagt, ja, der Charles, der hat mir immer wieder geschrieben. Ne? Mhm. So, ne? Da hat er uns Briefe gezeigt. Und wir konnten das gar nicht glauben. Charles Bukowski war das Größte für uns damals. Ich war 18 oder 19 oder so, ja. Ja, und dann haben wir einen Super 8-Film über Andernach gedreht. Mhm. Ne? Und haben dem Charles Bukowski das geschickt. Irgendwie nach 4 Monaten oder sowas kommt von Brief von Charles Bukowski und sagt, ich habe mir den Film angeguckt und habe geweint. Und dann kam er nach Deutschland. Das ist sein Buch, Die Ochsentour, handelt übrigens davon. Mhm. Das haben wir alles, ich und Rolf, initiiert sozusagen, dass er nach Deutschland kam. Ja, es war das Größte für uns. Ich werde das niemals vergessen. Ich meine, der Typ hat wirklich gesoffen. Das kann man sich nicht vorstellen. Er hat das ganze Hotelzimmer demoliert. Das war ein Bär von einem Mann. Ein Bär. Hat er denn noch Erinnerungen an Andernach? Nein. Und das Komische ist, er hat sich Andernach angeguckt. Und damals jedenfalls war das Haus, wo er geboren wurde, war ein Puff. Das passt ja. Und hat es ihn gefreut? Ja, sehr, sehr, sehr. Mhm. Er hat da davor gestanden, Tränen standen ihm in den Augen und sowas. Da war er aber schon berühmt. Also da wurden ja schon Filme gemacht. Oder es war kurz danach, wurden ja 2 Filme gemacht mit Mickey Rourke, Barfly. Es wurden sogar 3 Filme mit ihm. Mhm. Über den jungen Bukowski und sowas. Und Deutschland muss für ihn dann sowas gewesen sein wie ein Traumbild oder ein Inbegriff von Heimat oder etwas, was in die Kindheit scheint, also ein Ideal, das er gar nicht in Wirklichkeit kannte. Ja, Deutschland war ja auch damals ein Traum. Ne? Ich meine, wann war das denn? 79 oder sowas? Ich weiß es nicht. Oder 78, 79. Das war auch ein ganz anderes Deutschland damals als heute. Da war alles deutsch, wirklich alles deutsch. Und sehr frei. Ja. Und mit der Heimat hast du dann auch deine Probleme. Ich habe ja vorhin gesagt, du hast dich mit den Frauen angelegt, insbesondere dann, wenn die Frauen auch noch selber Anlass dazu geben. Ja. Aber du hast ja auch Feinde geschaffen, weil du die Heimat liebst. Das habe ich in meiner Anmoderation gesagt. Ich begrüße alle, die die Heimat lieben. Offenbar ist das etwas, was man heute gar nicht mehr darf. Aber es ist etwas, was man bei dir sehr stark findet, auch in deinem Buch Deutschland von Sinnen. Da lobst du die Heimat. Ja, aber seit ich Deutschland von Sinnen geschrieben habe, hat sich Deutschland noch mehr verändert. Es gibt die alte Heimat nicht.
Die Leute wollen auch gar keine Heimat. Es hat sich so viel verändert. Wenn ich in Bonn durch die Straßen gehe, dann ist mehr als die Hälfte Ausländer. Mhm. Araber, Afros. Und ich bin in einem Deutschland aufgewachsen, wo ich zwar kein Exot war, aber man sah diese Leute nicht. Die Gastarbeitergeneration, meine Eltern, die waren ja auf der Arbeit. Man sah tagsüber keine Ausländer. Die haben alle gearbeitet, wie die Bekloppten. Und heute, da sitzen fitte, junge Araber in Cafés und man fragt sich, sind das alle Studenten? Wovon leben diese jungen Leute? Als ich so jung war wie die, da hatte ich Existenzängste. Ich konnte mir auch nicht in einem Café mir einen Kaffee bestellen. Da hatte ich kein Geld für. Und insofern gibt es die deutsche Heimat auch gar nicht mehr. Es gibt die nicht. Es mag sie auf dem Land geben, aber in den Städten gibt es sowas nicht mehr. Und wir sind hier in Bonn. Ich weiß nicht, wie das aussieht in Duisburg, Marxloh oder in Berlin. Die Deutschen haben das verkackt mit der Einwanderung. Und verkacken es weiter. Ja, es gibt etwas, das fast so etwas wie ein Manifest, was du mal geschrieben hast. Da hast du dir so ein paar Gedanken gemacht. Und du sagst selber, das ist ganz unrealistisch. Ich glaube nicht, dass man das durchsetzen kann und dass man das umsetzen kann. Aber ich werde so oft gefragt, was habe ich denn für Vorschläge? Ich soll nicht immer nur jammern und immer nur sagen, was schlecht ist. Was könnte man denn machen? Da hast du geschrieben zu der Frage der Ausländer. Circa 10 Millionen Ausländer müssen Deutschland verlassen und zu ihren Herkunftsländern zurückbefördert werden. Egal, ja, ob Asylanten, Flüchtlinge, ehemalige Gastarbeiter, hier Geborene, mit oder ohne deutschen Pass, Gäste im weitesten Sinne. Ja. Denn ganz offen oder versteckt leben diese Millionen von staatlichen Transferleistungen, sind aus eigener Kraft in einer modernen Industrie- und Wissensgesellschaft nicht überlebensfähig und werden es nie sein. Und diese Zahl basiert keineswegs auf irgendwelchen wissenschaftlichen Daten, sondern auf meinem Bauchgefühl. Und das hat gewöhnlich nie getrogen. Also ich meine natürlich jetzt dein Bauchgefühl. Das ist ja auch schon überholt. Es ist kein Bauchgefühl. Das ist mittlerweile veröffentlicht worden. 75% dieser sogenannten Flüchtlinge leben von Transfers. Und der Rest, da hat man Leute, die Deutschkurse besuchen, auch als Arbeitnehmer eingerechnet. Das ist so. Aber ich habe auch in dem Artikel auch geschrieben, das ist natürlich eine Illusion. Das wird nicht passieren. Ja, klar. Ja, ja. Es ist auch kein Wunsch oder sowas. Es ist alles verloren letzten Endes. Aber es ist nicht nur eine Illusion, es ist auch eine Realität, und zwar eine traurige Realität. Denn es ist nicht nur so, dass die Ausländer uns im Stadtbild verdrängen, also die, die nicht deutsch sind, sondern sie greifen zum Teil auch handgreiflich an. Und da gibt es einen Text von dir mit dem bemerkenswerten Titel »Das Schlachten hat begonnen«. Genau. Alles, was in diesem Artikel steht, ist passiert. Das musst du trotzdem noch mal kurz erklären. Das ist ein Artikel aus dem Jahr, ich glaube, 2013, oder? Ja, ja. Und damals hast du auf der Achse des Guten diesen Artikel geschrieben und du warst auch auf der Achse des Guten ein gern gesehener und gern abgedruckter Autor. Ja. Und in diesem Artikel, was steht da drin? Dass die Gewalt, die von Ausländern ausgeht, vor allem von Muslimen, noch sich steigern werden. Es ging da um einen jungen Deutschen, der von Türken umgebracht worden ist. Und ich habe prophezeit, dass sowas in der Zukunft gar nicht mehr für große Aufregung sorgen wird, weil es zur Normalität werden wird. Mhm. Und diese Prophezeiung ist voll eingetreten. Fast wöchentlich wird ein Mädchen ermordet. Ich habe gelesen von LKA, dass am Tag zwei Gruppenvergewaltigungen passieren. Das steht sogar in der Welt, dass die meisten Gewalttaten und Vergewaltigungen von Ausländern ausgehen. Ich mag es kaum glauben, aber ich habe es auch gelesen, schon vorher. Also das geben sie auch mittlerweile zu. Nur dieser Tick mit Ausländern, das ist ein Automatismus geworden. Als die sogenannten Flüchtlinge 2015 Deutschland überrannt haben, hat man ja gesagt, das wären alles Fachkräfte. In der Süddeutschen stand sogar 90% der jungen Männer wären akademisch gebildet. Ja? Und
jetzt, wo es sich herausgestellt hat, dass das alles nicht stimmt, beschäftigt man sich gar nicht mehr mit den Petitessen. Nun sind sie halt da. Ob sie lesen und schreiben können oder sowas. Es ist ein Automatismus geworden, wie das morgens die Sonne wieder aufgeht. Wir müssen alle Menschen der Welt hier aufnehmen und sie sozial bis zu ihrem Lebensende versorgen. Das ist ein Automatismus mittlerweile. Am Anfang hat man das noch irgendwie verbrämt als, ja, wir als Deutsche, wir haben die Schuld des Zweiten Weltkrieges und wir haben die Juden vergast und sowas. Aber das braucht es nicht mehr. Es gehört zu deutschen Folklore oder zu deutschen grünen Folklore. Eines der Begriffe, die man mit Akif Pirinci verbindet, ist ja linksgrün versifft. Ja, ja, das so habe ich erfunden. Ja, so könnte man sagen, es gehört zur linksgrün versifften Folklore. Du hast auch noch einen anderen Begriff erfunden, Flüchtilanten. Flüchtilanten, ja. Ich habe übrigens sehr viele Sachen noch erfunden, auch literarische. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch Der Rumpf, das ist ein Roman, den Begriff des Kopfkinos erfunden. Das Buch ist schrecklich. Das sage ich dir mal ganz ehrlich. Da habe ich mir wirklich gefragt, wie kann jemand so ein Buch in solcher Länge schreiben? Ja. Du musst doch in Gedanken damit leben, mit diesem Rumpf. Du hast diesen Rumpf doch selber praktisch in deinem Wohnzimmer liegen. Ich habe mir schwer Mühe gegeben. Ja, aber gehört dazu nicht irgendwie auch eine gewisse Voraussetzung und eine gewisse Leidenschaft oder ein gewisses Interesse, bei dem man sich fragt, ob nicht Sigmund Freud dafür zuständig sein sollte? Ja. Doch, der war bestimmt im Geiste dabei, doch, ja. Also, Foltermethoden sind ja nicht jedermanns Geschmack, ja. Aber ganz besondere Foltermethoden sind natürlich umso weniger jedermanns Geschmack. Und ja. Mit dem Kopfkino hast du wirklich recht. Wollen wir eigentlich noch erzählen, wovon das Buch handelt? Oder das handelt von einem Mann, einem jungen Mann ohne Arme und Beine, der den perfekten Mord begeht. Ja, ohne Arme und ohne Beine. Dann ist es natürlich jemand, der ein Kopfkino hat, ja. Meine Güte. Und es klappt auch, ja. Den perfekten Mord. Gut, darüber sollte ich jetzt nicht lachen. Ich will mal ein bisschen versuchen, das zusammenzufassen, um deine Feinde noch Revue passieren zu lassen. Da haben wir natürlich die Frauen, die mehrfach erwähnten Frauen. Wir haben natürlich diejenigen, die jeden, der meint, er würde seine Heimat lieben, schon mal verdächtig finden. Das ist eigentlich schon mal ein Ausweis, dass man eigentlich ein Nazi ist, wenn man seine Heimat liebt. Ja. Wenn man dann auch noch so weit geht und sagt, diese Heimat, die ist auch noch bedroht von Ausländern, ja, dann ist man natürlich ein Fall für die Justiz, ja. Ja, das ist so. Schau mal, als meine Eltern hierhin kamen, 69, die kamen am Bahnhof an. Das war eine 3-Tages-Reise mit dem Zug. Mit Flugzeugen war das damals nicht so. War für arme Türks nicht möglich. Und dann stiegen sie aus im Bahnhof und haben eine Nacht geschlafen. Und dann mussten sie am Morgen arbeiten. Das ist kein Quatsch. Das war so. Sie mussten ihre Wohnung selber bezahlen. Sie mussten alles selber bezahlen. Das hört sich an wie Fantasy. Das hat dich zum Nazi gemacht? Das hat mich zum Nazi gemacht, ja. Ich kenne ja das alte Deutschland und das alte Deutschland war super. Ich habe zwar sehr viel kämpfen müssen, bis ich den Durchbruch schaffte. Wir hatten absolut ungezwungenes Verhältnis zu Frauen. Zu Mädchen, zu Frauen. Was nicht unbedingt glücklich gemacht hat, wie man an der Christa aus dem... Das gehört dazu. Das gehört, diese Lebensdramen gehörten dazu. Es ist ja auch so gewesen, dass man es schaffen wollte damals. Also, fast alle Menschen wollten ein Haus haben damals. Die jungen Leute, die jungen Männer wollten ein Auto haben. Am besten ein schickes Auto, damit sie die Mädchen beeindrucken konnten. Man konnte damals wirklich tatsächlich Frauen beeindrucken mit einem Auto. Das glaubt man. Mein Sohn zum Beispiel hatte überhaupt kein Verhältnis zu seinem Auto. Man wollte es zu etwas bringen damals. Und da musste man gewisse Spielregeln einhalten. Zum Beispiel wirklich ranklotzen. Das ist alles heute verschwunden. Dieses alte Deutschland gibt es nicht mehr. Ich will noch mal auf deine Verurteilung eingehen, als man dich verurteilt hat. Dein Buch Deutschland von Sinnen wurde ernsthaft verglichen mit Mein Kampf. Übrigens, bei Deutschland von Sinnen ist ja interessant, das war damals ein unfassbarer Erfolg. Aber es gab gar kein Interview mit mir, gar nichts.
Ja, man hat nur über mich geschrieben. Ich glaube, die Taz hat 12 Artikel am Tag veröffentlicht, was ich für ein Arschloch wäre. Und so, ne? Aber es mit meinem Kampf zu vergleichen, also wie reagiert man denn darauf? Das war mir scheißegal, weil das hat sich 10.000 Stück am Tag verkauft damals, das Buch. Das war mir vollkommen egal. Je mehr sie eine Show gemacht haben daraus, umso mehr war das gut für den Absatz. Ja, dass es egal war und es ist gut für einen Absatz, ist das, glaube ich, dir nicht so ganz. Oder das war vielleicht ein erstes Gefühl. Aber ich habe ja vorhin immer schon gesagt, es ist eine gewisse Trauer dabei, wenn einem die Buchhändler den Rücken kehren. Ach nee, mittlerweile nicht mehr. Weißt du, der Buchhandel geht sowieso den Bach runter. Die Leute lesen immer weniger und ist mir scheißegal. Die ganze Buchbranche ist nicht mehr normal. Ich habe seitdem übrigens keinen einzigen Buchladen mehr betreten. Ich sehe die Schaufenster mit diesem Geschlechterkacke und Rassismus. Diese Welt interessiert mich nicht mehr. Ich habe einen Text von dir vor Augen, da ist schon eine gewisse Bitterkeit zu spüren, ja? Die Arschkriecherei, die an den Zeitgeist hat ihnen auch nichts genützt. So, Corona hat die alle, ich weiß nicht, wie viele Buchhandlungen schließen mussten, weil wegen dieses Lockdowns. Das hat ihnen alles nichts genützt, dass sie liebdienerisch der Regierung in den Arsch gekrochen sind und dem Zeitgeist in den Arsch gekrochen sind. Das hat ihnen alles nichts genützt. Es tut mir nicht leid um diese Leute. Warum soll es ihnen besser ergehen als mir? Ja, es sieht wirklich nicht gut aus. Du hast geschrieben, in den Handel dürfen im gegenwärtigen Deutschland nur noch Bücher kommen, deren Autoren sich mit dem von oben verordneten Programm des Heimathasses, der Islamisierung Deutschlands, genau, der Genderscheiße, der Klimakatastrophenlüge, der Zukackung atemberaubend schöner deutscher Landschaften mit erneuerbarem Energiedreck und der permanenten Hereinholung des Kaffeesatzes aus aller Welt und so weiter hundertprozentig und lautstark einverstanden erklären. Genau so ist es. Genau so ist es. Schau dir mal die Filmförderung an in Deutschland. Da werden nur noch Filme produziert. Ich meine, deutsche Filme klaut sich sowieso keine Sau an. Mit irgendwelchen Flüchtlingen, Minderheiten. Leute, die nicht wissen, was sie zwischen den Beinen haben. Und trotzdem gibst du nicht auf? Moment mal, ich kann nichts anderes. Ja, du hast tatsächlich wieder ein Projekt, und zwar nicht nur ein kleines Projekt, sondern ein großes Projekt. Einerseits einen ganz großen Wurf in der Literatur, und zwar in der reinen Liebessehnsuchtsschmonzenliteratur. Darf ich das so sagen? Ja, ist ja, bitte. Okay? Nee, eine kleine Liebesgeschichte, eine große Liebesgeschichte, die auch die großen Gefühle nicht scheut. Und das soll nicht nur als Buch erscheinen und möglichst ein neuer Bestseller werden, sondern das soll auch noch verfilmt werden. Ja. Genau. Und alle stehen dem im Wege, der Buchhandel winkt ab und du machst weiter. Ja, genau. Und zwar möchte ich unbedingt Odette verfilmen, also meine Novelle, die letztes Jahr erschienen ist. Und wir haben alles. Wir haben den Cast, wir haben die Crew, wir brauchen halt noch Geld. 350.000 Euro brauchen wir und dann können wir morgen schon loslegen. Wir versuchen private Investoren zu finden für diesen Film, weil es gibt keine Liebesgeschichten mehr. Hm. Es gibt keine Liebesfilme mehr. Es gibt diese romantischen, lustigen Liebeskomödien, aber eine echte Love Story, wie der Film die Love Story, gibt es nicht. Es gibt seit 20, 30 Jahren keine echte Liebesstory. Gleich noch Titanic von James Cameron. Und wir haben eine sehr schockierende Liebesgeschichte. Wir haben die ideale Darstellerin. Sie ist sogar eine Ukrainerin. Na dann. Und wir haben alles. Das Drehbuch gefällt allen. Es gibt bei uns sehr viele Sexszenen. Und zwar sehr schockierende Sexszenen. Wo die Darstellerinnen gesagt haben, Herr Pierinci, ich würde sehr gern mitspielen, weil das Drehbuch so toll ist. Nur ich mache solche freizügigen Szenen nicht. Ja, wir werden sehen. Ich werde mit dem Projekt bestimmt nicht aufhören. Wir haben schon den Soundtrack komponieren lassen von einem Briten. Jack Green heißt er und ich bin da voll dabei. Gut, dass du es erwähnst, denn zwischendurch habe ich immer mal wieder kleine Musikstücke eingeblendet als Vorgeschmack auf dem Film. Das waren Soundtracks aus eben diesem Film Odette, der hoffentlich fertig wird. Und fertig werden müssen wir jetzt auch langsam mit dem Interview. Wir haben etwas überzogen. Ich möchte dich noch um zwei kleine Hinweise bitten, da du uns ja nun schon große Hinweise gegeben hast auf deine Bücher und
auch überraschenderweise vielleicht für viele auf Charles Bukowski. Kannst du vielleicht noch verraten, was für eine Zigarettensorte du rauchst und was für einen Wein du trinkst? Bei der Zigarettensorte seit 300 Jahren Camel Filter. Mhm. Mit dem Wein, da bin ich so ein Geldtyp. Ich trinke keinen Wein unter 10 Euro. Und ich habe das komische Gefühl, dass beim Wein so ein Monopol herrscht. Das ist alles Chardonnay. Ich weiß nicht, was es mit dieser magischen Traube auf sich hat. Aber ich habe das komische Gefühl, das ist alles Chardonnay. Ich war mal in der Türkei. Und da bin ich in einem Restaurant mit meiner Freundin. Und dann wollte ich was essen und einen Wein bestellen. Und da habe ich gesagt, was haben Sie denn für einen guten Wein, dem Kellner? Und da sagte er, Moment, da haben wir jemanden, der wird Sie beraten. Ja, und dann kam der an und hat wirklich einen Vortrag gehalten. Das dauerte aber sehr lange. Und irgendwann habe ich gesagt, oder sagen Sie mal, welchen Wein würden Sie trinken? Und da sagte er, ich trinke keinen Alkohol. Ja, gut, das ist ja fast schon päpstliche Beratung. Ja. Aber jedenfalls haben wir von dir gelernt, dass du nicht nur jemand bist, der schreibt, sondern auch jemand bist, der liest. Das waren vielleicht einige Überraschungen für einige von den Hörern. Für mich war es eine gewisse Überraschung, das sage ich dir ganz ehrlich, dass du dich gar nicht so schrecklich ausgedrückt hast, wie ich befürchtet habe. Ja. Ja. Soll ich noch ficken sagen? Ja, jetzt ist es schon passiert. Jetzt ist es schon passiert. Ich erinnere mich, dass wir uns schon mal darüber unterhalten haben und da hast du mir gesagt, ja, du mochtest diesen Spiegelstil nicht, dieses Suffisante, dieses anspielungsreiche, yeah, Intellektuelle. Und da habe ich mich ertappt gefühlt und habe gedacht, ah ja, ich glaube, ich mochte das eigentlich schon. Aber ich bin inzwischen auf deine Seite übergelaufen. Also ich sage sowas nicht, wie du es sagst, aber ich bin sowas von enttäuscht vom Spiegel und von dem, was ich da früher so mochte, diesen Sound, diesen Stil des Spiegels. Ich habe mir sogar den Spiegel früher mal abonniert gehabt. Ja, ja, ich habe früher gedacht, die Woche fängt gut an, wenn man im Café sitzt und den Spiegel durchliest. Aber die Zeiten haben sich geändert vor unseren Augen und wir waren live dabei gewesen. Wir waren live dabei gewesen bei dem, ich sag's nochmal, bei dem größten Literaturskandal, wo sich zukünftige Generationen von Germanistinnen, die sich mit Zensurpraktiken in einer totalitären Gesellschaft beschäftigen, ihre dritten Zähne ausbeißen können. Damit hatten wir es zu tun und wir waren live dabei gewesen. Wir können sagen, wir haben es selber erlebt, wie es vor unseren Augen passierte. Und jetzt haben wir gerade eben erlebt, wie ich in der Sendung Unter Freunden mit dem Schriftsteller, der nicht existiert, mit dem Schriftsteller Akif Pirinci eine ziemlich lange Zeit geplaudert habe, sodass ich ziemlich viel wegschneiden muss. Aber es freut mich, Akif, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Ich kriege immer keinen richtigen Schluss zustande. Also ich kann das irgendwie nicht so gut. Mach es fertig jetzt. Komm. Ja, ja, und übrigens, diese Sendung Unter Freunden gibt es jeden Donnerstag auf Kontrafunk immer um 20 Uhr und um 23 Uhr immer nach den Nachrichten. Und wer das nicht rechtzeitig schafft, sich das rechtzeitig anzuhören, der kann das nachhören. Die Sendungen werden archiviert, denn das ist der besondere Reiz an diesem Radio Kontrafunk, dass der gute, liebe Zuhörer selber bestimmen kann, wann er sich was anhört. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Also Akif, sagst du nochmal Tschüss, ich sag nochmal Tschüss. Auf Wiederhören. Auf. Danke dir, Bernhard. Danke, dass du mich angehört hast. Bitte, bitte, bitte. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. Meine Güte.